Ich habe gedacht, jetzt spinne ich. Und dann habe ich gefunden, so, oh, der Allerwerse, das hätte ich nie gedacht. Hey, hey, ich bin Anna Zöllig. Ich erfülle Wünsche, einmal normalerweise. Heute schauen wir zurück auf drei Überraschungen, die ich schon gemacht habe. Buben und Mädchen, die schon dabei waren bei Anna erfüllt Wünsche, erzählen, wie das so war. Der erste besondere Moment bei so einer Überraschung bei Anna erfüllt Wünsche ist ja immer der, wo ich plötzlich vor der Tür stehe oder um die Ecke komme. Also der Moment, wo ich auftauche. Ich bin immer wahnsinnig nervös, mein Herz pöppelt wie verrückt. Aber wie ist es denn eigentlich für die, die ich überrasche? Wie war es zum Beispiel für die Livia, wo ich sie vor gut zwei Jahren überrascht habe und ja, überfallen habe vor dem Bundeshaus? Dann ist es mir etwas komisch vorgekommen, weil sie mich so probiert haben, also aus dem Bundeshaus draussen zu behalten. Quasi. Dann habe ich schon gefunden, so, lass mich einfach ins Bundeshaus. Und dann habe ich den Kameramann gesehen, der das Bundeshaus gefilmt hat. Dann habe ich es aber richtig geahnt. Ich habe gedacht, dass die Livia vielleicht ganz ein bisschen etwas merkt. Auch kurz bevor Anna und der Kameramann Philipp aufgetaucht sind, hat sie so ein bisschen auffällig gewirkt. Und ich dachte, oh nein, habe ich mich jetzt vergessen. Hallo! Hoi miteinander! Hoi, Livia, hoi! Du bist Silvia, hoi! Hey, wie geht's, Livia? Gut. Gut, überrascht? Ja. Also, ich bin so komplett überfordert zuerst. Aber dann habe ich mich mega gefreut, weil dann war es nur noch schön. Einfach so überrumpelt habe ich auch Ruben vor ein paar Monaten. Vielleicht hast du es gesehen bei uns auf YouTube. SRF Kids unbedingt abonnieren, dann verpasst du keine Folge. Den Ruben, den habe ich allerdings daheim vor den Haustüren überrascht. Soll ich mal rufen? Mach du, ja. Finde ich gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Hoi Ruben. Also ich habe Anna schon erkannt, aber ich habe nicht gerade geschnallt, dass sie mich überraschen mit Gianluca. Ja, als er die Tür geöffnet hat, den Blick habe ich bei ihm noch nie gesehen. So überrascht, ja. Ja, ich war selber überrascht, dass er so überrascht war. Hey, ich kann dir sagen, heute geht es nicht in die Schule. Wir haben eine Überraschungsmission für dich. Gianluca und ich haben etwas geplant. Was sagst du dazu? Ist cool. Ganz fies habe ich das letzte beim Laurin gemacht. Ihn habe ich im Hotel überrascht. Er war dort am Zmörgeln. Und ich habe mich verkleidet als jemand, der dort arbeitet. Und bin ihm dann ein Gipfeli anbieten. Und da hat er die Welt nicht mehr verstanden. Vor allem ist er gefilmt worden mit versteckten Kameras und er hat es gar nicht gemerkt. Guten Morgen miteinander. Noch ein Gipfeli wählen oder einen Orangensaft? Kein Gipfeli mehr wählen. Laurin, bist du sicher, dass du kein Gipfeli willst? Schock! Also ja, ich dachte, jetzt spinne ich. Und nachher habe ich dann lange in die Augen geschaut. Und dann zuerst wirklich ganz lange schauen, bis ich gewusst habe, dass es dann ist. Ja, also schau, ich habe verschiedene Überraschungen für dich. Ich kann dir ein Gipfel geben, ich kann dir einen Orangensaft geben. Oder ich kann dir die Überraschung geben, die ich zusammen mit dem Matthias geplant habe für dich. Welche willst du? Ja, ihr habt euch gut versteckt. Und ich glaube, so ein Überraschungstag, der ist eben immer für beide ziemlich aufregend. Also sowohl für den oder die, die ich überrasche, als auch für die andere Person, die sich bei mir gemulden hat. Du daheim, du kannst mir ja schreiben auf srfkids.ch. Kannst mir sagen, wenn du einen Bruder, eine Schwester, einen Freund, eine Cousine hast, die sich etwas von Herzen wünscht. Und mit ein bisschen Glück melde ich mich da bei dir. Ich habe erst erfahren, am Abend vorher, bevor wir Anna erfüllt Wünsche hatten. Und ich war auch ziemlich überrascht. Und es war auch sehr schwierig, um den Livia nicht zu vergessen. Weil, ja, klar, man freut sich dann auch selber sehr und überlegt sich immer so, ja, gefällt ihr jetzt oder nicht? Also, ich habe es erst noch vorher gewusst. Und wo sie es gesagt hat, bin ich sofort nervös und aber ich habe mich auch voll gefreut. Ich habe mich am nächsten Tag, wo eben dann Anna erfüllt Wünsche war, habe ich dann auch auf dem Mund sitzen und schauen, dass ich das nicht sage, ja.
Ja, also am Montagabend dort war es schon ein bisschen speziell. Also dort waren wir noch in dem Wellnessbad vom Hotel. Und nachher hat er sich so ein bisschen komisch sich bewegt und so. Und immer eine Suche gemacht. Er macht das immer so. Wenn er ein bisschen, also wenn er lügt, dann merkt er es bei ihm. Ja. Und nachher habe ich gefragt, ja, was sag? Und nachher hat er gesagt, nichts, nein. So. Und nachher ist er wieder zu Mami zurückgegangen. Und nachher hat er jetzt einfach gesagt, ja, es sei etwas für den Papi für den 50. Und wenn dann der grosse Moment von der Überraschung kommt, von der eigentlichen Überraschung, dann bin ich dann also wirklich auch noch zum zweiten Mal richtig fest nervös. Weil dann hoffe ich, dass alles klappt und wir mit dieser Überraschung ins Schwarze treffen. Gibt es irgendjemanden, den du gerne mal treffen würdest? Ein Skivorbild? Ramon Seenhäuser. Ja, wie wäre das, wenn wir jetzt mit ihm Ski fahren würden? Mega cool. Also schau, das ist unsere Überraschung, gell, Mattia? Wir treffen den Ramon Seenhäuser, der kommt jetzt hier. Oh oh. Und dann können wir zusammen mit ihm Ski fahren. Also vor allem du kannst mit ihm ein Slalom-Training machen. Nein. Das ist deine Überraschung. Ja, alles für mich, das hätte ich nie gedacht, ja, dass alles, dass er sich Zeit genommen hat überhaupt. Und man hat gemerkt, er ist nicht einfach jetzt fürs Fernsehen, dass er jetzt schnell da mit so einem trainiert, sondern er hat es wirklich für mich gemacht und das ist sehr speziell. Bist du ready? Ja, du auch. Ja, ja. Oh. Wo ja, schau mal hinterher. Silvia. Livia, wie ist Livia? Livia, guten Tag. Silvia? Und dann habe ich gefunden, so, wow, der Allerwärse, krass. Und dann bin ich, glaube ich, versteinert und darum mag ich mich gar nicht mehr so krass daran erinnern. Also ich war selber auch ziemlich überrascht gewesen, natürlich. Und nachher war Livia ganz so, und dann habe ich mir so gedacht, okay, ich glaube, wir haben es voll tief mit der Überraschung. Es ist mega cool. So. Hallo, willkommen. Wow, ist cool, hey, Livia, das ist das Zimmer, wo der Herr Berset zusammen mit den anderen Bundesräten wichtige Themen bespricht. Dann muss man vielleicht noch dazu sagen, der Alain Berset war ja jetzt mit Corona doch sehr viel in den Medien. Ja. Und das ist schon so mega, mega krass, dass ich ihn noch so treffen konnte. Und ich weiss genau, jetzt wäre das nie mehr möglich. Es ist hier, voilà. Tut's. Und? Wie fühlt es sich so? Bequem. Und ich habe mir auch mega oft überlegt, so, er sitzt an dem Tisch, wenn er da entscheidet, wenn er uns nachher sagt, wo ich auch gesessen bin, quasi auf seinem Stuhl. Und das war schon so mega krass gewesen, wegen Corona. Irgendwie hat er mir sehr, sehr leid tun, weil ich glaube, niemand wollte in der Haut von ihm stecken, weil er hat sich ja mega viel Kritik anlassen. Und das ist schon so, wow. Also, dann habe ich mir schon so gedacht, so, ha, ich habe schon vorher quasi das Tag in ihm gesehen. In diesem Saal gibt es einen Balkon. Aber der Balkon, wirklich niemand kennt das. Nur die Bundesräte sind ab und zu auf dem Balkon. Willst du uns besuchen? Ja, komm, komm. So, siehst du das? Ist cool, oder? Also ich habe nicht so direkt vermutet, dass jetzt, so, dass man so den Alain Berset treffen oder so. Das ist doch schon ein Bundesrat und das ist nicht so üblich, dass sich der einfach so Zeit nimmt für ein normales Mädchen. Kennst du die zwei? Der eine ist, glaube ich, der Felix. Ja, und der andere, den man mit ihm moderiert, der Morgenshow. Also das Beste war, dass ich den Felix und den Morgenshow kennengelernt habe. Dort, wo er mit dem Morgenshow mit dem Felix im Studio gestanden ist,
und mit den Knöpfen gedrückt hat. Und nachher hat er gesagt, komm, leg jetzt mal die Kopfhörer an, der Ruben geht jetzt live auf Sendung. Dann habe ich so gedacht, hä, okay, wirklich? Und dann hat es mich so gefreut, dass er da live auf Sendung gehen konnte. Ja. Guten Morgen bei der FM1 Wachmacher. Jetzt ist ein besonderer Moment bei uns im Radiostudio. Der Ruben ist 10, kommt von Buchs und hat sich schon immer gewünscht, zumal im FM1-Studio zu stehen. Herzlich willkommen! Hallo! Und du hast einen Lieblingssong, den du jetzt bei uns selber ansagen darfst. Ich wünsche «Übermorgen» von Marc Forster. Warum findest du diesen Song so gut? Der Marc Forster hat einfach coole Lieder und ich finde den Song einfach mega cool. Zugegeben, für mich ist das ja alles immer auch sehr toll, was ich erlebe bei Anna erfüllt Wünsche. Ich erinnere mich da sehr gerne zurück. Aber wie geht es den Buben und Mädchen nach so einem Überraschungstag? Ich glaube, am nächsten Morgen, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, am nächsten Morgen habe ich gedacht, dass alles ein Traum war, den ich erlebt habe. Und dann habe ich aber so eine Tasche bekommen mit dem Autogramm und allem drin. Und dann habe ich schon gemerkt, doch, es war echt. Und dann konnte ich das auch in der Schule zeigen und ich war mega stolz. Also ich war schon ein bisschen traurig, dass es jetzt schon vorbei ist. Aber ich habe mich auch auf das Video gefreut, um zu sehen, halt auch ein Andenken zu haben. Ja, es war cool. Ich habe nachher am Ramon am Tag habe ich noch erzählt, dass ich den Backflip geschafft habe auf der Ski. Und nachher wollte ich ihm eigentlich das Video noch zeigen. Und nachher habe ich es ihm dann über Instagram geschickt. Und nachher hat er mich dann auch abonniert und jetzt haben wir ein paar Mal geschrieben miteinander. Meld dich unbedingt bei mir, wenn auch du eine solche Überraschung machen willst, zusammen mit mir einen Herzenswunsch erfüllen willst auf srfkids.ch. Ich freue mich schon auf meine nächsten Überraschungen, hoffentlich ganz bald schon mit dir. Bei Anna erfüllt Wünsche dabei zu sein, ist mega schön, weil es wird einem einen richtig grossen Wunsch erfüllt, der sonst nie möglich wäre. Und man erlebt einen mega coolen Tag mit der Anna, dem Kameramann und den Leuten, die man dann auch zu tun hat. Also es lohnt sich, egal was man macht, es lohnt sich.